Ja, grüße dich, herzlich willkommen zu einer neuen 1 Minute Beweglichkeitsflow. Und es wird der letzte in diesem Jahr sein, weil das Jahr ist ja nicht mehr lang. Und ich hoffe, du hast eine schöne Weihnachtszeit, hast die Zeit mit deinen Liebsten genossen. Vielleicht hast du ja auch Sonntag mein Flow gemacht. Das waren ja direkt mehrere Übungen, um einfach dich von den Verspannungen, die da sitzen, mit sich bringen, einfach zu befreien. Und da habe ich ja direkt ein paar Übungen mehr gezeigt, und sodass du auch da noch mehr Nutzen auch rausziehst. Und apropos Nutzen, warum solltest du immer wieder hier vorbeikommen bei deinefaszien.de auf diesen YouTube-Kanal? Erstens, weil es ein einzigartiger Kanal ist mit einzigartigen Übungen. Diese Übung, die du hier findest, findest du nirgends woanders im YouTube-Kosmos. Nur hier auf deine Faszien. Und ich werde dir auch heute wieder eine Übung zeigen, die du noch nie gemacht haben wirst und auch so nicht kennst. Sie wird aber auch dich komplett befreien. Und zwar wird sie deine komplette hier Flanke befreien. Also wenn du Verspannung hier hast oder auch Schulterschmerzen hast, dann liegt das auch daran, dass du zum Beispiel hier verspannt bist. Und das werden wir heute befreien. Und das wird dir richtig, richtig gut tun. Demzufolge ist natürlich auch der komplette Rücken hier mit dabei, den werden wir auch befreien. Und das fühlt sich einfach für dich ja mega an und richtig, richtig gut an. Und es geht dann darum, dass du mehr Lebensqualität erreichst. Und apropos mehr Lebensqualität erreichen. Wenn du es satt hast, nach den ganzen Suchen, was für dich das Richtige ist, was du brauchst, dann mach dir einfach Folgendes. Ich biete dir zurzeit Folgendes an. Einer meiner Community hier, dass wir zusammen telefonieren können. Und zwar funktioniert das folgendermaßen. Ich mache eine Haltungs- und Bewegungsanalyse mit dir per Videostream oder per Videochat. Das können wir über WhatsApp zum Beispiel machen. Oder es gibt auch andere Programme, wenn du jetzt WhatsApp nicht nutzt, da finden wir auf jeden Fall eine Lösung. Und das Ganze ist für dich kostenfrei. Du musst überhaupt nichts bezahlen. Du musst halt einfach nur mir eine E-Mail schreiben, tobias@deine-faszien.de. Und dann schreibst du mir deine Problematiken, wo bei dir das Thema ist. Und zu diesen Problematiken, damit ich schon mal Vorinformationen halt über dich habe, schreibst du mir noch deine Zeiten rein an 3 verschiedenen Tagen zu 3 verschiedenen Uhrzeiten, damit ich das mit meinem Terminkalender abgleichen kann und schauen kann, wo wir die Schnittmenge haben, sodass wir dann zusammen halt das durchführen können, ohne dass wir uns da ständig vorher in und her E-Mails oder mit E-Mails bombardieren. Weil deine Zeit ist knapp, meine Zeit genauso. Und deswegen sollen wir das, die Kommunikation so effektiv wie möglich gestalten. Und deswegen halt diese 3 Termine zu 3 verschiedenen Uhrzeiten. Und dann legen wir los und dann machen wir einen Live-Call sozusagen, eine Haltungs- und Bewegungsanalyse. Ich schaue mir genau deine Haltung an. Schaue mir, wie ist die Fußstellung, wie ist die Körperhaltung, wie ist das in der Bewegung. Weil im Stand und in der Bewegung, das ist immer unterschiedlich. Und deswegen muss man immer beides sehen, weil der Körper im Stand ganz andere Spannungsverhältnisse aufbaut als in der Bewegung. Ja? Und dann kann es zum Beispiel sein, dass der Stand okay ist, aber in der Bewegung kommen halt Sachen heraus, die aber wichtig sind, um zum Beispiel das Problem zu lösen. Und dafür biete ich das an. Wie gesagt, wenn du das möchtest, einfach mir eine E-Mail schreiben. Wie gesagt, mit den genannten Daten. Ja? Das ist ganz, ganz wichtig. Okay, dann nehmen wir direkt einmal los, und zwar ist mit der Übung. Ich habe ja am Anfang gesagt, wir machen hier die Seite komplett frei. Und wie funktioniert da die Übung? Folgendermaßen, du streckst einmal einen Arm nach unten. Den entgegengesetzten Arm schiebst du runter. Die Handinnenfläche zeigt erstmal nach vorne, ja? Sodass du quasi, ja, dass der Handrücken nach hinten zeigt und dann die Finger schön auseinander machen. Dann auf jeden Fall den Arm nach oben strecken und so nah am Kopf wie möglich, also möglichst gerade nach oben. Jetzt schiebst du den Arm nochmal in die Länge, also gehst richtig in die Spannung rein. Den anderen Arm ziehst du hier runter, der andere Arm macht aber nichts, der hält einfach nur. Und jetzt hier 2-3 Mal in die Länge ziehen, jetzt drehst du den Daumen nach außen, sodass die Handinnenfläche nach hinten zeigt. Der Oberkörper dreht mit rum und jetzt schiebst du nochmal den Arm hoch. Wieder nach vorne, hochschieben, zurück. Hochschieben, nach vorne, hochschieben, zurück, hochschieben. Zack, 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 zack. Und richtig lang lassen, ja? Wenn du hier das nur machen kannst, heißt das, deine Schulterbeweglichkeit ist nicht so gut. Da solltest du was für deine Schulter tun. Da habe ich übrigens auch ein Programm, Remove Your Shoulder. Packe ich mal einfach den Link mit in die Beschreibung rein, wenn dich das interessiert, kannst du einfach da mal reinschauen. Ist ein sehr effektives Programm und wird dein Schulterproblem, ja, auf jeden Fall minimieren und du mehr Lebensqualität erreichen. Definitiv. Du wirst damit eine freiere Schulter erfahren. So eine freie Schulter, die du noch nie in deinem Leben hattest. Das wirst du damit auf jeden Fall schaffen. Und diese Übung ist da auch ein Bestandteil von, weil die Übung ist super wichtig. Ich habe sie noch nicht so oft gezeigt hier auf YouTube. Deshalb gibt es schon mal das ein oder andere Video. Aber es ist schon länger her. Deswegen habe ich mir überlegt, zeigst du sie nochmal
zum Abschluss des Jahres, weil es, wie gesagt, eine sehr effektive Übung ist. Und das Ganze machen wir jetzt eine Minute lang. Ich muss heute mal wieder schätzen. Ich habe leider wieder meine Uhr vergessen. Ist gerade am LAN. Aber wir kriegen das hin. Und wenn du halt das ein bisschen länger machst, ist es ja auch nicht dramatisch. Okay, also wir machen 30 Sekunden die eine Seite, 30 Sekunden die andere. Ich fange jetzt mit rechts an, weil ich gerade links gezeigt habe. Ja, also hier, andere Arm streckt runter. Daumen, also Handinnenfläche zeigt nach vorne. Jetzt schiebst du den Arm nach oben, richtig lang machen, zwei, dreimal rumziehen und Action, los geht's. Und immer so weit rumdrehen hier, wie es geht. Und dann den Arm möglichst gerade nach oben schieben, dass hier alles schön lang gezogen wird. Ja? Und noch einmal, dann die Seite wechseln, hoch, rumdrehen und wieder hoch, hoch, rumdrehen und hoch, hochschieben, rumdrehen und wieder hoch, hoch, rumdrehen und hoch, zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Und noch einmal. Und langsam lösen. Ja, ich hoffe, du hast mitgemacht. Ansonsten spul nochmal zurück, mach die Übung mit, weil du wirst dich jetzt viel, viel freier fühlen, viel, viel besser fühlen. Und das fühlt sich auch hier wieder richtig, richtig magisch an. Gib der Übung auch eine Chance, auch wenn sie blöd aussieht. Sie ist super effektiv. Wie gesagt, wenn du zum Beispiel hier Probleme hast, wenn du eine Interkostalneuralgie hast, da ist die Übung sehr, sehr gut für. Da solltest du aber noch ein paar andere Übungen zu machen. Ja? Aber da ist sie auch mit ein Gamechanger, was das angeht. Weil Interkostalneuralgie ist hier alles verspannt, verklebt. Und deswegen hat man halt diese heftigen Schmerzen. Und das ziehst du halt hier schön auseinander. Und du wirst deinen Arm am Anfang vielleicht dann nur so bekommen. Das ist nicht schlimm, ja. Optimal wäre natürlich so, ja, wenn du das nicht hinbekommst, hier so, heißt das, du musst an deiner Schulterbeweglichkeit arbeiten. Und da rate ich dir zu. Weil wenn deine Schulter nicht beweglich genug ist, hast du auf Dauer Probleme mit der Versorgung deiner Arme. Das klingt jetzt erstmal banal, ist aber wirklich, kann dramatisch werden. Das kann halt dazu führen, dass du ein Karpaltunnel-Syndrom halt auch bekommst, weil einfach der Nerv eingeklemmt wird, der hier über die Schulter dann lang zieht und der ist in einem faszialen Schlauch drin. Und wenn jetzt natürlich die Schulter in der Position nach vorne kommt, wird dieser Schlauch eingequetscht. Und da sind Blutgefäße drin und Nervenstränge drin. Und die können dann nicht mehr richtig arbeiten, versorgen somit auch nicht mehr die Hand. Und dann kann das anfangen zu kribbeln, Taubheitsgefühle, Schmerzen. Tennis-Ellbogen ist übrigens auch mit einer der Gründe, warum sich ein Tennis-Ellbogen entwickelt. Auch nicht die Hauptursache, aber mit berücksichtigt sollte man das, wenn man da Probleme hat. Ja, und da ist auch die Übung sehr, sehr gut für geeignet. Aber wie gesagt, wenn du da eine komplette Lösung für haben möchtest, rund um die Schulter, wo auch die Unterarme mit dabei sind, wenn man Schulterschmerzen hat, muss man auch immer die Hände mit berücksichtigen, die Finger, deinen Unterarm. Und das findest du zum Beispiel in Primo für Schulter, definitiv. Ja, also Link, wie gesagt, packe ich in die Beschreibung. Da kannst du dir das nochmal alles schön durchlesen. Da habe ich extra eine Seite erstellt, wo ich dir erkläre, was halt wichtig ist bei der Schulter. Okay, das war's dann für heute. Dann würde es mich freuen, wenn du mal hier einen dicken, fetten Daumen nach oben machst für das letzte Video in diesem Jahr. Teile es gern mit deinen Freunden und Bekannten, weil eine super Übung, definitiv, und eine befreiende Übung, die sofort den Unterschied ausmacht. Und ja, wenn du sie gemacht hast, dann weißt du gerade jetzt, wovon ich da hier spreche, weil du spürst es direkt auch an dir selber. Okay, dann wünsche ich dir nochmal ein paar schöne Resttage in diesem Jahr und einen wundervollen Start ins neue Jahr. Ja? Mach das Beste aus dem Jahr, immer nach vorne schauen, nicht zurückblicken und das Negative bewerten. Du kannst es nicht mehr verändern. Was du verändern kannst, ist deine Gegenwart und deine Zukunft. Da kannst du noch anpacken und da kannst du was verändern. Und lass dich einfach nicht von äußere Zwänge halt einzwängen, auch wenn das immer einfach gesagt ist. Das ist aber super wichtig, dass du auch da in deinen Gedanken frei bleibst. Ja, und dann wünsche ich dir einen guten Start ins neue Jahr und dann sehen wir uns am Sonntag wieder.
wenn es dann heißt Weekend Flow Time. Bis dahin, ciao, dein Tobias.